Moin und hallo zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2015 auf dem Community Server. Und mit dabei ist der Fabi, die Tamina und der Lukas. Hallo. Hallo. Moin. So, Tja, auch heute mal mal neue mit so Leute. eine kleine Ja. Gruppe mal. Und ja, ich und Lukas machen Bodenbearbeitung, die anderen zwei Damen tun Dreschen und ja. Hallo, ich bin eine Dame. Ja, was gibt's? Ja, ich wollte nur sagen, weil du gesagt hast, es sind zwei Damen, aber ich, ja, egal. Gehörst da dazu? Ich rechne dich da immer dazu. Okay. Ich sag an meine Zuschauer auch mal Hallo. Ich wink gerade wie ein Irrer, aber ich glaube, ihr seht mich nicht. Hallo. Da müsstest du dir halt mal eine Facecam zulegen. Ja, das habe ich mir auch schon mal gedacht, aber nee. Nö, mache ich auch nicht. Ist mir zu deppert, da blöd in so eine dumme Kamera zu starren. Bam, wieder voll mitgenommen. La 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 la. ja, an die Zuschauer von mir. Ihr seht's gerade, Chris und ich, wir haben es zustande bekommen, einen Community-Server zu eröffnen. Aber dafür suchen wir, ja, juhu. Aber dafür suchen wir natürlich trotzdem noch Leute. Ihr könnt gerne joinen, ist ein 24/7-Server. Heißt, 24 Stunden am Tag läuft er, 7 Tage die Woche. Also, auf gut Deutsch, der läuft immer. Solange Außer Fabi. man mietet ihn nicht mehr. Genau, solange Fabi ihn nicht, keine Ahnung was macht damit, oder ich ihn nicht miete, oder ja. Jo. Nitrado keinen Bock mehr hat. Jo. Tamina, kommst du noch mal hinter zu mir? Ja. Dann weitere Details. Es gibt keine Altersbeschränkung, wie ich schon in den letzten drei Parts gesagt habe. Ja. Also ihr könnt von 0 bis 100 drauf joinen. Ihr könnt auch, wenn ihr über 100 seid und LS zockt, könnt ihr auch gerne drauf joinen. Da haben wir kein Problem damit. Aber ihr solltet halt ein artgerechtes Verhalten haben, sag ich mal so. Ja, das wollte ich auch gerade ansprechen. Es waren ja schon welche herum. Da war das Verhalten nicht allzu toll. Was genau war, muss keiner wissen. Klar, ja. Also, Wenn Tamina, ihr ich stech da mal durch kurz. euch so benimmt wie die Leute, dann wisst ihr ja, was passiert bei mir. Ich mache einmal eine Verwarnung und dann ist bei mir Ende. Dann mache ich einmal kurzen Akt und dann war's das. Gibt so ein Ding, das nennt sich Bann, und dann kommt vor euch keiner mehr drauf. Ja, nicht nur Bann, sondern permanent. Ja. Der Bann ist doch permanent. Nö, man kann es in Stunden, in Minuten, in Sekunden aufteilen. Ja, oder für immer. Genau. Und ich mache das für immer. Ja. Ja, klar. Ist auch sinnig, sonst lernen sie es ja nicht. Die Herren der schönen Künste. Tamina, was ist los mit dir? Du wolltest schon immer in der Aufnahme dabei sein, wolltest was reden und jetzt bist du ruhig. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Tamina, wie alt bist du? Hast du einen YouTube-Kanal? Was spielst du sonst noch? Ja, ich bin 16, ich habe keinen YouTube-Kanal und eigentlich spiele ich mehr sowas wie The Witcher. Das ist eigentlich das komplette Gegenteil. Es interessiert jetzt unsere Leute, was das für ein Spiel ist. Ja, total. Läuft man da wie in GTA 5 blöd rum und ballert irgendwas oder was macht man da? Nee, man ist ein Hexer. Hexer, okay. Ja, so ein RPG. Tamina, was ist los? Du stehst nur rum, fährst nicht Ja, mehr. was soll ich denn jetzt machen? Ja, fahren. Okay. Wirst du dir Black Ops 3 holen oder sonstige Spiele, wo in näherer Zukunft kommen? Nee. Kein Fallout 4 oder sonstiges. Nee. Fällt mir nicht. Oh. Ich glaube, ihr kommt zu weit vom Thema weg. Oh, nö. Einige schwärmen ja davon. Nee, ich nicht.
Nicht, aber ich kenne da einige davon oder ich kenne einen guten davon, wo das gerne macht. So, wer ist stärker? Ich bin stärker. Hallo, mein Arbeitskollege an dich, falls du das sehen solltest, ich meine dich. Hör doch auf, mich wegzuschubsen. Ach, du hast echt gar nichts gemacht. Doch. Da. Lasst euer Rohr stecken, wo es ist. Ja, das ist eingefahren. Aber du willst... Der Höhepunkt war schon. Wo fährt denn da an der Bubi umeinander? Ach, da. Der Bubi fährt auf Feld 64 rum. Nee, nicht du. Meinen lieben Kollegen, Herr Lukas. Lucky Luke. Lucky Luke fährt da irgendwo da drüben umeinander mit seinem lieben T4. Jo. Tamina, entweder fährst du jetzt mit GPS da weiter oder fährst so rundherum, ist es dir jetzt überlassen. Ja, ich fahr mit GPS. Okay. Ja, ich würde erstmal einschalten. Ja, ich hab's gemerkt. Fährt jedes Mal da rein wie so eine Irre. Weil das ist heute das erste Mal, dass ich das spiele. Und trotzdem fährst du jedes Mal so rein. Ich würde ihr raten, wenn sie sich mal Eurotruck kauft, würde ich ihr sofort raten, gleich auf dem Multiplayer zu joinen. Warum? Dass wir gleich eine Verrückte mehr haben, als es eh schon gibt. Ich hab das wenigstens schon mal gespielt. Ja, ist gut so. Im ETS ist die wirklich verrückt. Ja, also können wir über deinen Namen schreiben, Ruski. Dann wissen wir gleich, das ist auch so eine Verrückte wie immer. Ja. Du hast aber stehen gelassen. Cool, das darfst du aufsammeln. GPS, warum willst du nicht? Oh, ich komme hier rum. Nein, schade. Kann man hier eigentlich die Menschen überfahren? Ja, bringt dir aber nichts, das sind ohne Kolli. Gibt's überhaupt Multiplayer-Menschen? Nö. Ja, doch. Oh, keine keine Autos war das. Die Autos richtig. Kannst du über den Haufen fahren, aber wenn du das tust, dann sagen die Autos nicht Aua. Du wirst Aua sagen. Achso, im Multiplayer. Nö, im Singleplayer auch. Wenn sie da in ein Auto reinfährt, dann ich glaube ich mach. Außer ich habe einen Häcksler an. Dann ist das Auto nicht mehr lang da. Oh, also du. Ah Gott, was machst du? Dann sagt der Metalldetektor Edge und hört auf. Genau. Ja. Ist schön immer, wenn man ein paar Fahrräder mithäckselt oder sonstiges. Ist so eine schöne Fummelei. Hat man dies ja auch schon. Das ist ein Scheiß. Ist eine schöne Pullerei. Dann mach du den Rest. Ist schöne Pullerei, würde ich sagen. Ja. Mein GPS stimmt nicht. Und das sieht aus. Ja. Welches Feld treibt ihr euch denn rum? Feld 7. Ja. So, dann fahren wir das Ding noch schnell zu Ende. Weil immer irgendwie so ein kleiner Streifen stehen bleibt. Und da wir ja keine Direktsaat bin, ja. Dann ist der vielleicht ein bisschen zu breit. Das kann sein. Ja, 3,4 Meter sind das nämlich nicht. Mal gucken, entweder eine Mod drauf, Seemaschine oder gleich die vom Standardspiel kaufen. Ja, oder die Feder für die 3 Meter, die direkt sind. Wir wollen ja hier ins Größere gehen, nicht ins Kleinere. Sonst am Anfang klar, die hätten wir reinnehmen können, ja. Aber dass du, Fabi, du erinnerst mich oder ich erinnere mich gerade selber an die Mod. Tue ich nachher hochladen. Jo, mach das. Tust du hochladen? Ja, ich werfe euch nahe drunter alle, samt. Ja, du lädst sie erstmal hoch und dann, wenn du die oben hast, dann machst du schnell einen Spielneustart. Guckst du? Ich tue das. So, fahren wir da weiter, fahren wir da weiter. Oh, was machst denn du? Du wirst unbedingt in der Aufnahme sein, gell? Oh, ist das auch schon wieder? Genau, haben wir das Thema wieder. Ja, jetzt hör auf. Ist da jemand böse und nicht artig? Ey, warum bist du schneller wie ich? Weiß ich nicht.
weil sie halt cool ist, weißt du? Ja, Fabi, ist klar. Du solltest dich vielleicht mal ändern, dann bist du auch so wie sie. Ja, komm, lass gut sein. Weißt du, was mir im LS15 fehlt? Was? Mein Profi-Hopper. Ach Gott. Gib da mal mit. Mir fehlt so viel das hier im LS. Nein, im 13er, der Volt, da habe ich den nie gekauft. So ganz selten, dass ich mit sowas gefahren bin, weil ich ihn einfach nicht mochte. Und jetzt im LS15, ich will die ganze Zeit mit so einem Profi-Hopper fahren. Ah, ich bin voll. Was mir auch fehlt, ist der schöne 516, der 724, der ein schöner 936, ist alles so Sachen, wo mir fehlt. Meinst du? Ja. 936 haben wir, 828 wäre auch noch so ein schönes Ding, aber da haben wir, gibt's einen. Ja, die rutschen auch das alle durch die Walahei. Die rutschen sogar leer durch die Walahei, genauso wie der 724, wo es auch gibt, der rutscht auch durch. Ja. Naja. Vielleicht kommen noch Agomods. Wäre ganz schön. Mal so ein schönes Pack, so ein schönes Fendt-Pack. 516 oder 724 drin, 936 oder so ein, ja, 1050 wär's. Wie viel passt da noch rein von dir? Ich hab 44%. Ja, okay. Wo ich sagen muss, dass eigentlich auch ziemlich gute Glas mittlerweile den 950 vom Smeet hier, wie heißt der? Keine Ahnung. Ja. Der ist ein Modding, der ist ganz gut. Ja. Ich hab bloß irgendeinen und der rutscht mir durch die Geschichte. Aber der eine MF, nicht der MF vom Mod Contest, sondern der andere. Ah, ist auch ein Mod irgendwie, ist auch gut. Habe ich jetzt auch schon. Ja, der ist glaub vom Team. Irgendwo habe ich ihn gesehen schon. Der mit den vielen Funktionen innen drinnen. Auch so wie der Glas. Das ist dann glaub der gleiche. Ja, ich glaube schon, aber ich weiß es nicht genau. Naja. Sind aber immer noch zu große Maschinen. Wir müssen uns auf dem Ende neigen, oder? Nö, noch nicht gar nichts. 12 Minuten habe ich auf der Uhr. Boah, cool. Ihr dürft noch 2-3 Minuten labern. Machen wir doch eh. Ja. Was ist denn nun zu tun, wenn wir hier mit dem Dreschen fertig sind? Sehen. Ansehen. Und grubbern. Ja, und grubbern. Ja, jede Menge grubbern sogar. Also Termin, als nächstes Feld bist du beigebracht. Yeah. Feld 59 grubbern. Feld 64 grubbern. Und 59. 64 ist besser, ist viel kleiner. Oh. Ja, da werden wir dann auch einen Tag drüber sein. Jo. Ich komme dann abends zum Ansehen. Können wir uns einen größeren Gruber holen? Nee, haben kein Geld. Wir können uns gerne Kredit aufnehmen und eine Direktsaat holen. Habe ich nichts dagegen. Kredit haben wir keinen offen, also könnten wir uns ja eigentlich eine Direktsaat holen und hinter den Deutz hängen. Oder etwas verkaufen. Ja, könnte man. Muss man auf Nachfrage warten. Dann warten wir uns aber dumm und dämlich noch. Außer wir machen jetzt dann mal schnell spulen, schnell mal 2-3 Tage und gucken, was dazwischen mal kommt. Ja. Vielleicht wächst ja dann unsere anderen Felder auch mal, weil die, ja. Sind genauso wie. Ich glaube, das liegt an dem Beschleunigungsmotor. Ja, glaube ich auch noch. Ja, müssen wir damit 120 durchlaufen lassen. Ja. Naja. Ich lasse jetzt mein Part auch mit 120 durchlaufen. Denn wir sind am Partende. Ui. Ich möchte keine Überstunden machen, zumindest ich nicht. Die anderen vielleicht schon. Unbezahlte Überstunden ist immer toll. Zumindest nee, bekomme ich kein Geld dafür. Ja, ich auch nicht. Und drum würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, joint einfach auf den Community-Server. Das ganze Zeug verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Auf den Fabi 747 verlinke ich in der Videobeschreibung und ja, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Liken, ja. Kommentieren nicht vergessen und ja. Ja, und man freut sich immer über neue Gesichter. Das war's dann von mir auch. Genau.
Dann würde ich sagen, adios. Tschüss. Ciao.